Hallo Leute, willkommen bei Alte 4 Games. Ich bin der Tim und wir spielen heute den Holzfäller Simulator 2011. Und ich würde sagen, wir starten erstmal ein neues Spiel und starten den ersten Auftrag. So, und eins darf ich euch schon verraten. Ich habe mich schon in dem Tutorials mit diesem Spiel beschäftigt, sonst ist das nämlich unschaffbar. So, ein Partnerunternehmen, bla bla bla. Wir sollen Holz besorgen. Tja, dann machen wir das mal. Wir haben ja so ein schönes Dings, ne? Traktor. Mit dem können wir Bäume fällen. Mit dem können wir das auch, aber der steht uns leider noch nicht zur Verfügung, so wie ich das sehe. Und jetzt ruckelt das auch schon, das fängt ja gut an. Jetzt müssen wir uns erstmal auf den Weg machen und gucken, ob hier irgendwo ein Baum ist, den man auch fällen kann. Da hinten sehe ich schon ein dickes rotes Kreuz. Das heißt, der Baum ist gleich tot. Ah. Das ist doch mal was, was Schönes. Haben wir da so eine schöne Warnblinke da oben drauf. Dann wir gleich ein bisschen Disco. So, bremsen wir einmal. Jetzt müssen wir hier ganz genau an den Baum ranfahren. Der Typ bewegt doch das Lenkrad nicht. Jetzt habe ich hier so einen Baum vor der Fresse. Super, ich sehe gar nichts mehr. Und das war ja schon viel zu weit weg. So, ich würde jetzt sagen, wir machen mal Licht an mit F. Dann sehen wir schon mal alles viel besser. So. Ah, das sah das schon mal gar nicht so schlecht aus. Da unten, rechts in der Ecke, müsst ihr gucken. So, wenn der Kreis in der Mitte ist, was gar nicht so einfach ist, jetzt muss ich die Feststellbremse... Oh, perfekt. So, und jetzt einmal noch Leertaste drücken. Und in dieser sehr aufwendigen Animation wird jetzt der ganze Baum durchgesägt. Und mit etwas Glück landet das Ding jetzt voll auf unserem Traktor. Mal gucken, wo der heute hinfällt. Ich habe sowas schon mal erlebt. Ich war schon halb tot. Da bricht er heraus und... Ah! Schade, nicht auf unseren Traktor. Da liegt er nun. Irgendein fremder Typ, der unsichtbar ist, hat ihn mal eben von den restlichen Ästen befreit. Und ja, jetzt kann ich nicht fahren. Achso, Feststellbremse. Genau, so. Das war's eigentlich schon, das müssen wir jetzt mit 6 Bäumen machen. Danach geht man dann hin mit so einem tollen Fahrzeug hier. Ah, das können wir gar nicht benutzen. Gut, wir können nur das Sägewerk benutzen, das will ich aber gar nicht. Ah doch, können wir wohl benutzen. Hä? Moment mal. Das Fahrzeug funktioniert nicht und das ist das, was ich gerade fahre. Und das hier ist das, was ich eigentlich haben wollte. Sehr gut gemacht, muss ich schon sagen. So, egal. Und da steht auch schon der LKW, wo das gleich rauf muss. Und mit dem Teil hier holt man jetzt den Baum ab. Wenn das Ding mal gerade fahren würde, okay, wir können das Gelenk fixieren, dann würde das sogar klappen. Aber das ist, hallo? Nee, nicht so ganz. Das ist jetzt etwas verbuggt hier. Das Ding fährt irgendwie in die Richtung, wo es hin will und nicht in die Richtung, wo ich hin will. Hallo? Ich hab doch Gelenk fixieren. Ach nee, ich sollte Lenkung fixieren. Das ist richtig. Und mit etwas Glück können wir das Ding jetzt irgendwie ankuppeln. Machen wir hier so eine 180-Grad-Drehung und sehen, dass das keine gute Idee war. So, Gelenk fixieren. Ja, fahr rückwärts, fahr schneller. Also wenn man jetzt ganz viel Geduld hätte, so wie ich nicht, könnte man jetzt diesen Baum da nehmen, könnte das Ding hier runterfahren und könnte es auch noch aufmachen. So, auf. Und könnte dann zupacken, könnte das Ding dann wegfahren. Würde dann hier in dieses tolle Werk fahren, könnte dann mit diesem atemberaubenden Kran, der hier, der sich ein wenig hin und her schlingt, pendelt, was auch immer, das Ding da reinfahren, in diese Halle da. Und könnte dann letztendlich mit dem Gerät, was uns nicht zur Verfügung steht, dem hier. Nee, das ist ja jetzt verbuggt schon. Geht ja schon mal gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt darüber bekomme. Irgendwie muss es dann zu dem Kran hier und dann kann ich es auf den LKW packen. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn es dann funktionieren würde. Leider habe ich mich vergeblich nach Bugs umgeschaut, also an sich passiert hier nämlich leider gar nichts. Das ist eigentlich sehr schade, weil den kriegen wir jetzt ja zum Stuntfahren, aber dann können wir den zurücksetzen und dann war es das auch schon wieder. Eigentlich wollte ich ja ganz gern mal versuchen, die Hütte hier zu fällen. Gucken wir, was dann passiert. Ja, nee, fahren wir erstmal dagegen. Gut. So, fällen. Ah, schade, nicht die richtige Position. Also das ganze Spiel ist das, was ich gerade gezeigt habe.
Mehr gibt's da eigentlich nicht. Deswegen ein ganz kurzes Gameplay nur. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.